Ja, wenn es nichts weiter als 5 Tage sind, Alter. Oh, der Bartwuchs von dem hinteren war jetzt aber beeindruckend. Für 5 Tage, heilige Scheiße. Oder seiner. Oder ihrer. See anything? Nee, gar nichts. She better see something. Eine Seilbahn. Das ist natürlich... Ja, wobei, ich meine, die sagen seit diversen Stunden in diesem Spiel, dass wir zu irgendeiner Seilbahn wollen, also... Nicht zu dem Berg, nicht zu der Seilbahn. Das sind die wichtigen Informationen jetzt, Alter. Ja, hi. Coole Hütte, Mann. There's a building on the mountain. What's it look like? It's big. That sounds like a good place to spend the night. Weil es groß ist. Aber nur, weil es groß ist. Wenn es jetzt klein wäre, heilige Scheiße, würde ich da nicht hingehen, weil... da kann man natürlich... Hi. There's a little house by the bridge. How big is it? Little. It's pretty small. Ja, natürlich. Meine Fresse. Die Kommunikation, die... Also daran mangelt es eigentlich auch nicht, oder? Nö, nö. Does it look passable? I think so. Good. Natürlich. Welche Überraschung. Wäre halt sonst scheiße, weil sonst würden wir jetzt hier festhängen. Let's go. Kannst du dir das vorstellen? Hold meine Fresse. We can't all go sprinting across that thing, okay? We get spotted out there, we're gonna be trapped. Going around that lake will take too long. Right, but look, we've got no idea who's out there. Okay, I'm gonna sneak across, make sure it's clear before we bring the whole group over. You think splitting up the group is a good idea? Well, I never said it was a good idea, but it's better than risking everyone at once. What's your plan? Clem and I can scoot across low and slow, make sure nobody's waiting for us on the other side. We'll have a tough time covering you from back here. Well, we'll just turn back if it gets hairy. Clementine should stay here. She's... She's what? Ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren. She's a valuable little girl. I mean, hell, if she can sew up her own arm, she's fit to cross a bridge. I can do it. See? No problem. It's gonna be fine. Okay, we'll signal you guys in 10 minutes. Just watch for a light at the far side. I can go too. You stay with the group. I'm fine, Luke. I don't like this. Yeah, well, when's the last time you liked anything, Carlos? If something happens, I'll cover you. Der wird mir langsam doch sympathisch. Das muss ich jetzt, also fürs Protokoll, wir haben doch endlich mal jemanden in der Gruppe, der, also ich meine, der ging ja die ganze Zeit noch am ehesten hey, von denen, aber... Sorry about that. I just could really use your eyes and right now I don't trust Nick to tie his own shoes. You're just still on edge after the Carver thing. It's been 5 days. Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? What does everyone want? Safety? Close. Listen, what's the one thing a guy would walk hundreds of miles to get back? Food. Nope. Come on. Friends, family. It's a tough world out there. Ich habe wirklich versucht, ernsthaft zu antworten, aber okay. Anyways, ich meine, in der Welt hat ja eigentlich überhaupt, also ich meine, aus Clementines Augen hat ja keiner mehr irgendeine Familie, deswegen. Done things that we regret. It's not my place to talk about someone else's past, you know? Seems like we're already in the middle of it. Tell me about it. Welche Überraschung, es wird nicht einfach rund gehen. Wer hätte damit gerechnet? Ey, cooles Auge, Alter. Can't shoot them. Too much noise. There are only two. Let's take them. I like your style. Oh ja. Yeah. Aber nicht das von Anfang zu flirten hier. Da ist Clementine aber noch ein bisschen zu jung für. You get shorty. Wish we could use guns. We should be okay. I've got the big one. Hey, kid. Look, it's not like I don't know you have guts, but are you crazy? Maybe I am. Just stick with the plan, okay? Den Plan hab ich doch gerade gemacht. Du hast mich doch gefragt, was wir machen sollen. Ich sag, ich nehme den Großen, dann ist auch wieder falsch. Na gut, nehmen wir das mal so hin. Aber, wenn man mal so die Schauspielerin googelt, die Clementine spricht, und sich da mal überlegt, dass das im Grunde genommen eine erwachsene 40 oder was Jahre alte Frau, oder von mir aus 30 Jahre alte Frau ist, ist schon irgendwie unheimlich, aber okay. Aber Bart Simpson wird auch von der Frau gesprochen in der deutschen Synchronisierung, deswegen... Was wundere ich mich überhaupt noch? Was säße? Man hätte ja mal aufpassen können, aber...
Das muss ich jetzt... wie oft machen, aber... Nice work, kid. Gehen ja noch, ne? Au. Ihr beiden versteht euch, ne? Ja, ihr beiden versteht euch. Finde ich gut. Clementine hat einen neuen Freund. Also, nicht so. Ja, schick auch. Also, ich meine, warum würde natürlich nicht mitten auf der Brücke irgend so ein komisches Ding da stehen, was natürlich zufälligerweise praktischerweise im Sinne des Spiels den Weg versperrt, aber... Weil ja, waren wir auch noch anderes, meine Damen und Herren. Weil wir wissen ja, es sind Videospiele und was schiefgehen kann, meine Damen und Herren, wird schiefgehen, klar. Hi. Doc Brown. Das wäre für Leute mit Höhenangst, wäre das ja jetzt nicht unbedingt so prickelnd. Baut man das in den USA wirklich so, dass das zwischen den Brettern einfach frei ist? Kann ich mir kaum vorstellen. Einfach so? Ich meine, im Grunde genommen sieht die Brücke für mich jetzt so aus, als wäre sie unvollständig, aber ich habe auch keine Ahnung von Brücken. Also, ja, könnte sich aber bald ändern, meine Damen und Herren. Ja, das sehe ich. Ich möchte dem Typ da einen in die Fresse hauen. Kann ich dem jetzt? Ich möchte, aber das macht doch viel mehr Sinn. Der wird jetzt sterben, ne? Das ist das erste Mal, dass ich irgendwie einen halbwegs vernünftig finde in diesem zweiten Teil und, ja. Wahrscheinlich wird er sofort sterben. Das ist egal. Hi. Warum ausgerechnet das Bein? Achso, um auf meine Höhe dann runter zu... verstehen. Ja, dann machst du mir das doch Sinn. Gib mir meinen verfickten Hammer wieder, du Arschloch. Was denn, wer du bist? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Cool. Putz dir mal wieder die Zähne, Alter. Nee, oder? Ist einfach so, fliege ich jetzt da runter und das ist... Okay, danke. Warum bin ich denn tot? Hätte ich was machen müssen? Was hätte ich machen müssen? You are dead. Your friends and family are dead. Fuck you. So, das ist... Die sollten den Text ja unten eigentlich ein bisschen erweitern, meiner Meinung nach, aber... Wen interessiert meine bescheidene Meinung schon? Mach jetzt. Mach jetzt fertig. Ich will Zombies hören. Danke. So. Mach jetzt. Hallo, verfickter scheiß Blackscreen, Mann. So, danke. Jetzt muss ich mir die komplette verfickte Szene doch mal angucken. Hör mal, das Spiel wird anstrengend. Ja, ist okay. Schrei nicht so, schrei nicht so. I'm okay. I'm stuck. Ja, immer noch, ne? Verstehe. Ich würde den eigentlich gerne... It's okay. Clem, look, we'll figure something out. Natürlich. Ich würde gerne eigentlich... Ich frage mich, was ich gerade hätte machen müssen, weil ich habe... Das Ding ist, dadurch, dass das Spiel permanent Instruktionen gibt, was man denn genau machen muss, steht man im Endeffekt da und weiß nicht, was man machen muss, wenn es das Spiel dann mal nicht tut. Das ist ein bisschen... Konnte ich mich hier bewegen jetzt gerade, oder was? Ja, hier kann ich jetzt... Achso, ah, da war der Pfeil. Achso. Ja, das habe ich tatsächlich überhaupt jetzt... Das habe ich im ersten Versuch überhaupt null wahrgenommen. Null. Ich habe gerade nach unten gerückt. Das zählt ja wohl jetzt, oder? Achso, ja, hi. Welche Überraschung. Ist ja aber komisch, dass mir das im ersten Versuch wirklich... Also so gar nicht aufgefallen ist. Ich habe null wahrgenommen, dass da ein Fall war. Aber ist auch egal. Nein. So schlimm war es ja jetzt auch nicht. Darf ich dich töten? Was muss ich machen? Was muss ich machen? Ach, das Ding da. Meine Fresse. So, manchmal erwarten die aber auch, dass man dann irgendwie... Ich meine, ist natürlich schwierig. Man hat so einen kompletten Monitor vor sich. Ich sitze dazu auch noch relativ nah am Monitor dran. Und dann wird von einem im Grunde genommen erwartet, dass man diesen einen Punkt irgendwo auf irgendeiner willkürlichen Position auf dem Monitor möglichst schnell findet. Es ist, für die Leute, falls sich irgendwer wundert, warum das manchmal... Das ist wirklich schwierig, vor allem wenn man relativ nah am Monitor dran sitzt. Wenn ich jetzt ein Stück weiter weg sitzen würde, also wenn ich jetzt auf einer Couch sitzen würde und da am Fernseher zocken würde, dann wäre das vielleicht was anderes, aber ist auch eigentlich relativ egal. So, hi. Wobei, eigentlich wäre es wahrscheinlich besser gewesen... Eigentlich wäre es wahrscheinlich jetzt besser gewesen, den Zombie an in die Schnauze zu hauen. Jetzt haben wir die Stange nämlich verloren, ohne dass der Zombie tot ist. Aber okay, falls das überhaupt ging. Wahrscheinlich bilde ich mir das so wieder ein. Das war knapp, mein Freund. Ist okay, wir haben hier genug durchgeatmet, Alter. Gerne doch. Let's keep going. Vielleicht sollten wir das den anderen Herrschaften in der Gruppe auch mal mitteilen, dass das gerade passiert ist, damit die vielleicht mal anfangen, Clem zu vertrauen. Das wäre doch mal eine Sache. Aber auf die Idee kommt ja natürlich wieder keiner, weil da wird natürlich dann den Inhalt des Spiels... Aber, was jetzt? Was jetzt? You see him? Nein, wen? Entschuldige mal bitte, den einen Menschen, der auf den... Verfickte Scheiße. Wie würde man den nicht sehen? Just play it cool. And you do the talking. What? Why me? Weil ich cooler bin. I don't want to get in a fight. You really think he chewed a little girl? Just don't make any sudden moves. And
Don't piss him off. Is he with Carver? It's hard to see. I don't think so. Well, who are you? Clementine und der andere. I am. I'm Clementine, and this is Luke. Clementine and Luke. Ja. Und Krutz, der Typ, der die ganze Zeit labert, bin in der Regel ich. Ist schon wieder so eine merkwürdige Szene irgendwie, aber okay. Wer bist du so, Mesut? Huh. You don't look like assholes. Danke. Are you assholes? No offense or anything. Ich bin kein Arschloch. I'm not an asshole. Are you calling me an asshole? Natürlich. You folks headed north like everyone else? Everyone else? I see at least one group a day move through here. You all look the same. It's like a great migration of the dazed and confused. Why do you care where we're going? It's sort of my business, considering I live here. You live here? Yep. You're in my backyard. Wenn ich jetzt jedem Menschen das sage, der an meiner Wohnung vorbeifährt oder an meinem Garten vorbeifährt, habe ich einen langen Tag, Alter. What's the catch? No catch. I've got plenty. Well, all right then. Thank you. Hey, no problem. Nice running into friendly faces out here. Like I said, I've got food and supplies back in the station. And if you want... What the fuck, man? Was zur Hölle? Die sind uns hinterhergelaufen, ne? What the hell is he doing? Oh. Sind eigentlich nur Idioten in dieser Gruppe? He's with us. Nick! No! Put it down! Nick, no! Nun gut. Ach, er hat den jetzt erwischt. Okay. Ziemlich uncool eigentlich, nicht? Aber. Where is he? I told you not to shoot. What? Who was that guy? Why didn't you wait for a signal? Why did you shoot? He pointed a gun at me. Damn it, Nick. I told you not to shoot. How was I supposed to hear you? You gave me a clear shot. That shot rang out for miles. We gotta get off this bridge. Let's go. Toll. Schön, dass wir. Schön, dass Clementine vertraut keiner, um Gottes Willen. Aber der Typ, der mit wild mit der Knarre rumfuchtelt und Leute erschießt, ach, der ist okay. Ein Fremder, ja, der ist leider kein Fremder. Guck mal, jede Menge Holz vor der Hütte. Who the fuck was that back there? I don't know. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. He was about to shoot. Oh, was he? I'm telling you, man, he drew first. Well, that's not what it looked like to me. Everybody calm down. What did you see, Clem? Was that guy gonna shoot? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? He wasn't gonna do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Luke, can I talk to you alone? Was wird das jetzt wohl geben? Ich habe keine Ahnung und geht mich Gott sei Dank auch nicht allzu viel an. Hey, Clem, you got anything to eat? Beck's dying here. Alvin, I told you I'm fine. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. Yeah, me too. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. A little small for us, though. Sure. Thanks, Clem. Was macht der eigentlich so? Also ich meine, gut, dass die schwangere Frau jetzt nicht irgendwie hier Bäume ausreißt oder so, ist mir schon klar. Aber was macht der Vogel eigentlich so, außer sich um seine Frau zu kümmern? Wahrscheinlich nicht allzu viel. Wie dem auch sei, liebe Leute, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Was mit dieser wunderschönen Station, was hat er da für Probleme, auf sich hat, werden wir im nächsten Video rausfinden. Bis dahin, vielen lieben Dank, dass ihr da wart und hochoffiziell winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren, tschüss.